Heute gibt es wieder E-Mountainbike-Content. Und zwar will ich ja in meine Heimat fahren, meine Eltern besuchen. Das sind eigentlich nur 25 Minuten mit dem Auto entfernt, aber hier so durch die Wälder doch mit ein paar Bergen verbunden. Und im Sommer ja, fahre ich mit dem Fahrrad dort ganz oft hin, um meine Erledigung zu machen, also Freunde besuchen, Eltern besuchen, weil ich fahre halt eben gern Fahrrad und warum nicht für solche Sachen auch das Fahrrad einfach nutzen, das Auto stehen lassen. Allerdings im Winter nehme ich dann doch lieber das Auto. So, wenn es unter 12 Grad sind, ist mir das Ganze nichts, wenn ich dann verschwitzt bei meinen Freunden sitze und dann kühlt man aus. Heute sind es 5 Grad und ich würde nie auf die Idee kommen, mit dem Fahrrad in die Heimat zu fahren, vor allen Dingen, weil es halt auch im Winter nicht so lange hell ist. Dann bist du da ein paar Stunden, musst wieder zurückfahren und dann wird das Ganze schon immer sehr knapp. Aber heute mit dem E-Bike wird mir das ermöglicht, dass ich doch ein bisschen relaxter dort ankomme, nicht ganz so verschwitzt. Der erste Berg hier ist schon geschafft und der ist normalerweise, also wenn ich hier stehe, bin ich normalerweise schon fertig mit der Welt. Heute leicht angeschwitzt und jetzt kommt noch ein Mörderberg und es geht weiter, ganz locker flockig. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr Power. Das ist jetzt die vorletzte Stufe. Und dann habe ich noch einmal. Okay, nee, das brauchst du nicht. Das reicht. Und der Berg ist schon steil. Im Boost-Modus. Und bei so einem Berg kann man wirklich sehen, wie die Anzeige, also wie der Akku nach unten geht. Aber gut, ich bin jetzt oben und schaut euch das mal an. Das ist einfach so episch. Hier das Licht und geil. Ich muss ganz ehrlich zugeben, hätte ich kein E-Bike, würde mich jetzt keine 5 Grad hier oben auf diesen Berg bringen. Und ich bin da gerade echt mega für dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Testbike, stimmt, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt, das ist nicht mein Bike, das ist ein Testbike von BH, eine spanische Firma, die ihren deutschen Sitz in meiner Heimat hat. Und ja, ich fahre weiter und ich bin einfach mega begeistert von dieser Natur. Keine Ahnung, ob das auf der Kamera auch so geil rüberkommt. Es sieht einfach so klasse aus. Klasse, mir fehlen die Worte. Ich bin jetzt am Hufeisenhof und normalerweise fahre ich hier links an diesen Schotterweg hoch. Aber hier in der Mitte gibt es auch einen Trail. Und ja, ich bin dann auch schon mit einem normalen Mountainbike hochgefahren. Allerdings ist das schon mega anstrengend. Jetzt muss ich doch mal eine Stufe hochfahren. Eco reicht später dann doch nicht aus. Jetzt mit den E-Bikes ist das natürlich auch so eine Sache. Also man sollte immer mit Gegenverkehr rechnen, weil ja auch Wanderer hier laufen können. Oder ganz fitte, verrückte Leute, die mit ihren Cross-Country-Rädern hier hochfahren. Aber mit den E-Bikes ist es natürlich jetzt noch Vorderrad gerade angehoben. Oh, Hilfe! Okay, uphill üben, fahren muss ich noch ein bisschen üben. Auch hier sollte man halt eben vorausschauend fahren. Der Unterschied ist halt, ob Wanderer, die entgegenkommen, ein Bio-Fahrrad oder halt eben wie jetzt ein E-Mountainbike ist einfach, dass ich hier halt mit 15-20 km/h hochfahren kann und damit rechnen halt im Moment noch die wenigsten, weil das halt eben ja nicht so die Häufigkeit ist, dass man einen Trail so schnell hochfährt. Deswegen auch für die, wo ihr oder jetzt für mich, wenn ich hier hochfahre, ein bisschen drauf achten, wenn es unübersichtlich wird. Man muss hier nicht mit 20 Sachen hochknallen. Aber wie hier ist jetzt gerade Sicht
und da kann ich dann schon Gas geben. So, bergauf hat ja schon wirklich viel Spaß gemacht und jetzt geht es hier genau auf der anderen Seite wieder bergrunter. Und ja, einfach nur Spaß, viel Spaß. Das spritzt alles ins Gesicht. Hier wird's grob. Hui, geil. Das Bike liegt auch so gut auf dem Trail. Das ist unglaublich. Dass es so schwer ist, kommt gar nicht so rüber. Also in gewissen Abschnitten schon, wenn man irgendwas Technisches fährt. Aber jetzt bei sowas Leichtem, ey, unglaublich gutes Gefühl. Hier bin ich jetzt aus dem Wald rausgekommen. Ich bin ein bisschen eingesaut. Ich hoffe, dass Mama mich und Papa zu Hause reinlassen. Naja, also Jacke kann ich hier ausziehen, Hose brauche ich wahrscheinlich eine, sonst muss ich wahrscheinlich die ganze Zeit stehen oder so. Ja, jetzt fahre ich hier ein bisschen in der Sonne weiter und es ist einfach schön, macht Spaß und es ist nicht kalt. Es ist nicht kalt, es ist krass, es sind 5 Grad gut, mit der Sonne vielleicht ein paar Grad wärmer und mir ist einfach nicht kalt, weil ich nicht so übelst geschwitzt bin und ja, ich bin begeistert. Ich fahre weiter. Normalerweise, wenn ich mit dem Gravelbike hier bin, würde ich jetzt hier geradeaus die Straße weiterfahren, weil es keine andere Möglichkeit gibt, nicht auf der Straße zu fahren. Aber wenn ich hier jetzt noch einen Berg mitnehme, dann kann ich komplett einen Radweg zu meinen Eltern fahren. Das ist jetzt hier eine sehr wenig befahrene Straße und somit bin ich von der Hauptstraße halt weg und es ist halt für mich jetzt kein Problem. Ah ne, hier gibt es sogar noch einen Radweg, genau, den nehme ich, das heißt, ich bin komplett von der Straße weg und nerve die Autofahrer nicht und ja, für mich ist es ja jetzt kein großer Akt, noch einen Berg mitzunehmen. Kuss, alles klar bei euch? Noch dazu ist das hier einfach der schönere Weg, als die ganze Zeit auf der Hauptstraße zu fahren. Hier ein paar Mukus. Hallo, grüßt euch. Ihr seid alle voll entspannt aus. Ich fahre jetzt hier den Radweg bis zu meinen Eltern durch und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2-3 Stunden wieder zurück irgendwo im Wald. Besuch bei den Eltern war super. Hier immer noch geiles Wetter und ja, hier fahre ich auch unheimlich gerne entlang, weil die Aussichten traumhaft sind. Und hier vorne kommt auch direkt ein traumhafter Anstieg. Ich musste gerade überlegen, wo ich entlang fahre und entscheide mich jetzt für diesen Weg hier. Mit dem E-Bike hat man einfach so viele Möglichkeiten, wo man entlang fährt, weil es halt einfach nichts ausmacht, noch einen Berg mitzunehmen und noch eine, sondern halt lieber dort zu fahren, wo es irgendwie am schönsten ist. Und ja, es gibt hier echt sehr viele schöne Wege. Aber irgendwann muss man sich auch für einen entscheiden. Ne? Ja, dieser Weg war irgendwie auch schon mal besser fahrbar. Ich bin hier schon 2-3 Mal mit dem Gravelbike entlang. Ja gut, das war auch wirklich eine Qual gewesen, weil die Wegbeschaffenheit ist eigentlich, ja, wie halt so ein Acker ist. Ne? Aber zack. Oben bin ich. Juhu, so geil.
Ach, einfach so schön hier. Ich habe hier übrigens auch jetzt einen anderen Sattel dran gemacht, den von WTB, den Volt, weil ich mit dem Sattel, der drauf war, nicht klar gekommen bin. Habe ich ja im letzten E-Bike-Video schon erzählt, dass man unbedingt seinen eigenen Sattel drauf machen muss, wenn man irgendwie weiter als 15 Kilometer mit einem Testbike fahren will, kann ich nur empfehlen, ist um Welten besser und macht mehr Spaß und der Hintern tut nicht weh. Vorhin bin ich übrigens hier drüben aus dem Wald gekommen und jetzt hier fahre ich nicht auf einem Acker, sondern das ist tatsächlich ein öffentlicher Weg und zwar gehört dieser Abschnitt zur Birkenhainer Straße. Falls ihr irgendwie aus dieser Gegend kommt, dann kennt ihr den bestimmt. Also sowas wie Eselsweg oder Spessartbogen. Ein Fernwanderweg. Hallo Pferde. Immer schön grüßen, ne? Auch die Pferde und Kühe und Radfahrer und Wanderer. Und E-Bike. Also irgendwie war meine Wegwahl nicht so die beste. Aber es scheint hoffentlich besser zu werden, wobei ich das eben schon mal gedacht habe. Ihr seht es vielleicht gar nicht so wegen dem ganzen Laub, aber ja, Matschepampe pur. Okay, das ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Ich bin irgendeinen Weg runtergefahren, den ich schon nie gefahren bin. Dann bin ich jetzt irgendwie Ewigkeiten berghoch gefahren. Also mit einem normalen Bike wäre ich wahrscheinlich erledigt. Jetzt ist da oben die Hauptstraße. Ich hoffe, dass ich irgendwie in den anderen Wald reinkomme. Ja, mit dem E-Bike kann man sich auch durchaus mal verfahren. Und ich habe auch mein Navigationsgerät nicht dabei. Aber ist ja nicht so schlimm. Solange ich noch Akku habe, kann ich hier notfalls auch einfach umdrehen. Ne? Ich fahre jetzt einfach mal da hoch und ja, wird schon weitergehen. Ne? Okay. Ah ja, ich weiß, wo ich bin. Da vorne geht es dann rechts wieder in den Wald rein. Jetzt ein kleines Stück Straße. Mir ist es natürlich schon passiert, dass ich mich auch verfahren habe. Aber dann habe ich halt immer direkt aufs Navi oder aufs Handy geguckt, damit ich ja direkt weiß, wo ich wo rauskomme. Weil ne, so eigene Energie muss man dann doch ein bisschen sparsamer sein. Aber hier nehme ich jetzt noch einen kleinen Trail mit. Ich sehe nicht so wirklich viel. Ich bin auch eben neben der Leine gefahren. Ah, irgendwie wurde der Trail umgelegt, habe ich das Gefühl. Also ich sehe hier auch wirklich nur Laub und Sonne. Aber ja, normalerweise war der immer kerzengerade. Ah, jetzt wird es besser. Freigefahren, sehr gut. Jetzt hat es mich fast quergelegt. Der Reifen, der hat sich noch gut gefangen. Uiuiui, da war auf jeden Fall richtig Matsch. Eieiei, das war ein bisschen unerwartet. Hier hinten irgendwo ist die Straße, die ich gerade kurz gefahren bin. Bin jetzt hier rüber in den Wald. Ich muss jetzt weiter in die Richtung, ein bisschen durch Ortschaften und so. Nicht ganz so interessant für ein Mountainbike-Video. Kennt ihr aber sicherlich aus meinen Gravelbike-Videos. Deswegen werde ich jetzt das Video an dieser Stelle beenden. Es hat mal wieder Spaß gemacht mit meinem Testbike E-Mountainbike von BH zu fahren. Und ja, mal gespannt, ob ich es im nächsten Video auch noch haben werde. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden. Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schwingt euch aufs Bike und travel and ride. Bye bye. Die andere Hand sagt auch bye. Bye bye. In meinem nächsten E-Bike-Video war ich im Schnee unterwegs und in meinem Podcast habe ich darüber über dieses Abenteuer schon gequatscht. Deswegen hört da mal rein und lasst euch schon mal auf die Ohren erzählen, was ich so im Schnee erlebt habe.